In diesem Video zeigen wir dir anhand eines kurzen Beispiels, wie du schön klingende Melodien auf der Akustikgitarre spielen kannst. Und hierzu benutzen wir heute die super cool klingende Silent Guitar von Yamaha. Viel Spaß! Okay, starten wir auch direkt mit der Beispielmelodie. Wir starten jetzt hier im vierten Bund auf der G-Seite. Wir sind jetzt hier auf der zweiten Zählzeit, auf der zweiten Sechzehntel und spielen dann 4 auf der G-Seite, 5, 7, 5. Jetzt kommen wir hier schon zum ersten Phrasing-Trick sozusagen. Denn wir spielen hier im fünften Bund ein Vibrato. Und das ist ganz wichtig auf der Akustikgitarre, denn wir haben nicht ganz so viele Möglichkeiten wie auf der E-Gitarre. Wir können zum Beispiel keine Bendings machen. Das geht schon, aber ja, es ist einfach viel schwieriger, da die Seitenspannung höher ist und wir die Saiten nicht so stark hochziehen können. Deswegen machen wir jetzt hier ein Vibrato. Und da kannst du versuchen, dass das Vibrato dann wirklich aus dem ganzen Handgelenk kommt. Also nicht nur aus dem Finger, sondern wirklich aus der ganzen Hand, aus dem Handgelenk. Und dadurch entsteht dann das Vibrato. Genau. Und vom Rhythmus her musst du jetzt schauen, dass du immer den 16. Rhythmus mitdenkst, also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und dann hätten wir jetzt im ersten Takt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Im nächsten Takt spielen wir dann den 8. Bund auf der B-Seite. Wir spielen 8, 6, 5. Da hätten wir dann 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und dann am Ende haben wir ein Hammer-On und ein Pull-Off. Das ist dann auch sehr wichtig. Wir spielen den 5. Bund, machen ein Hammer-On in den 6. mit dem Mittelfinger und ziehen die Saite dann wieder ab. Okay, die ganze Zeile klingt dann so. Okay, in der zweiten Zeile haben wir jetzt Double Stops. Die sind sehr cool, wenn man mit der Akustikgitarre spielt, da ja einfach alles etwas voller klingt. Double Stops sind einfach zwei Töne, die gleichzeitig erklingen. Und das haben wir jetzt hier. Wir haben eine kleine Vorschlagsnote im 5. Bund auf der G- und B-Seite. Und die greifen wir mit dem Zeigefinger. Und machen dann ein Hammer-On, nur auf der G-Seite in den 7. Und die B-Seite, die schwingt weiter. Und dann lösen wir den Ringfinger und spielen wieder den Double-Stop im 5. Bund. Also haben wir dasselbe machen wir dann auf der D-Seite in denselben Bünden. Also haben wir. Und dann spielen wir mit dem Zeigefinger 3, 2 auf der D-Seite. Also. Dann im nächsten Takt spielen wir wieder 16. auf der D-Seite. 2, 3, 5. Dann wieder eine Vorschlagsnote auf der G-Seite. Und zwar machen wir hier ein Hammer-On vom 2. in den 4. Bund. Und spielen dann den 2. Bund nochmal normal an. Und dann spielen wir 4, 5, 7 auf der G-Seite und machen dann wieder mit einer Vorschlagsnote und einem Hammer-On vom 5. in den 7. Bund auf der B-Seite und dann noch einmal den 5. Bund auf der B-Seite.
Also der ganze Takt klingt dann folgendermaßen. Und die ganze Zeile dann so. Okay, und dann in der nächsten Zeile geht es jetzt an die nächsten Double Stops. Nur diesmal überspringen wir eine Seite. Also wir haben einen Ton auf der G-Seite und einen Ton auf der E-Seite. Und wir sliden jetzt in den ersten Ton, und zwar in den 9. Bund auf der G-Seite, und spielen dann den 8. Bund auf der hohen E-Seite. Und beide Töne klingen dann gleichzeitig. Dann sliden wir in den 7. auf der G-Seite und spielen auch den 7. Bund auf der hohen E-Seite. Das heißt, wir haben jetzt... Dasselbe machen wir dann im 5. Bund. Sliden in den 5. und spielen den 5. auf der hohen E-Seite. Dann sliden wir in den 4. und spielen dann mit dem Zeigefinger den 3. auf der hohen E-Seite. Also der Ton auf der G-Seite wird immer mit dem Mittelfinger gespielt und ja, die Finger auf der E-Seite, die wechseln. Also wir haben jetzt gehen wir das Ganze wieder hoch, also wir spielen wieder den 5. Bund und den 7. Bund. Dann in der nächsten Zeile sliden wir hoch in den 12. auf der G- und E-Seite und spielen dann 10, 8 mit dem Zeigefinger auf der hohen E-Seite. Und auch hier kannst du wieder ein leichtes Vibrato machen. Und dann im nächsten Takt haben wir dann wieder einen 16. Lauf. Wir spielen 12, 13, 15. Dann auf der hohen E-Seite 12, 13, Hammer-on in den 15. 13, 12, Hammer-on in den 13. Also... wieder den 12. und dann auf der B-Seite auch 12, 13 und dann auf der B-Seite 13, 15 und dann 12. Bund auf der B-Seite. Das heißt, der ganze Takt klingt dann so. Und dann im allerletzten Takt, also in der letzten Zeile, spielen wir den Grundton C. Da wir uns hier jetzt auch in C-Dur befinden, also das ganze kleine Stück ist in C-Dur. Und wir enden jetzt hier im 13. Bund auf der B-Seite und spielen dann nochmal den 8. Bund und den 5. Bund auf der B-Seite. Also einmal noch ab Takt 5. 3, 4... Also wichtig hierbei ist immer das Vibrato. Das solltest du auf jeden Fall auf der Akustikgitarre üben. Das ist ein ganz anderes Gefühl als auf der E-Gitarre. Aber das Prinzip ist dasselbe. Die Bewegung kommt aus dem Handgelenk. Und dann die Double Stops. Ist ein sehr guter Trick, um die Akustik-Soli etwas voller klingen zu lassen, etwas lebendiger. Und auch die Hammer-Ons und Pull-Offs. Ja, wir hoffen, dass dir die Melodie gefallen hat. Bei Fragen oder Anregungen schreib uns diese gerne mal unten in die Kommentare. Falls du jetzt noch mehr auf der Akustikgitarre lernen möchtest, dann schau doch mal in unseren Akustikgitarre-Schnellstartkurs. Den Link dazu findest du wie immer unten in der Beschreibung. Wir wünschen dir viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.